Ja, es sind halt komplett andere Übungen als beim normalen Training. Man kann sich halt Ziele setzen und dann weiß man noch, wo man trainieren möchte und man muss halt einen Willen haben. Im normalen Training zum Beispiel, da ruhen wir uns dann nicht aus, weil wir nehmen ja immer eine Viertelstunde, dann machen wir dann halt die Augen zu und machen Bewegungen. Macht man halt auch Kopftraining. Bei einer Station musste sich auch mal Sachen merken und dann dazu immer verschiedene Übungen machen. Dann das macht man halt im Verein mit. Dadurch wird man, glaube ich, ein bisschen entspannter auch. Man kann sich, ich kann mich dann besser konzentrieren und irgendwie hilft das einfach dann. Den Kopf, also den Geist. Und zum Beispiel bei Koordination und dass wir ohne uns, also ohne drauf zu zeigen oder zu reden, kommunizieren können. Und dass wir jeden Tag ein Motto haben, was wir dann auch erfüllen wollen und viel mehr Sachen machen als sonst. Wenn du Profi spielen willst, dann musst du auch wie einer denken. Im Training, da trainieren wir nicht so intensiv und so speziell. Wir trainieren vielleicht so, vielleicht Planken, manchmal Volley, aber wir trainieren nicht immer jeden Tag auf eine Sache speziell. Das ist hier anders. Wir trainieren dann immer auf dieses Motto, was an dem Tag ist. Mit den Toren, dass sie immer die Farbe wechseln, das hat auch, war auch cool. Und da hatten wir auch so immer so Jetpacks, die hatten auch Licht. Das fand ich eigentlich alles voll cool.